Hörbar ist wieder. Wir haben gleich nach dem Warm-up einen Kraftteil. Den habe ich extra reingenommen auf den Erfahrungen des letzten Wochenendes, wo ich gemerkt habe, dass die meisten irgendwie mit dem Behind-the-Neck-Push-Press nicht klarkommen und das Abfangen der Hantel noch nicht beherrschen. Deswegen machen wir das heute mal. Wir machen erst einen vorderen und zwar hier einen normalen Push-Press, dann hinten absetzen. Ich hoffe, ihr seht mich mit in die Knie gehen, dann eine Kniebeuge, aufstehen und aus der Kniebeuge nach oben rausdrücken, ohne sich dabei den Kopf wegzuschlagen. Und das machen wir dreimal pro Runde, immer 2 Minuten lang, je nachdem mit steigendem Gewicht. Das wäre die Aufgabe. Danach Workout, 5 Runden auf Zeit, 4 Burpee-Box-Jumps over, also ganz wenig, recht schnell, 8 Snatch-to-Overhead-Squat. Das heißt, wir machen, ich zeige es euch mal, einen Hang-Snatch. Wir heben das Gewicht auf, dann einen Hang-Snatch, zack, aus der Position Overhead-Squat, wieder Hang-Snatch, zack, Overhead-Squat, Hang-Snatch, Overhead-Squat, 4 Mal. Dann wechseln wir den Arm, machen das Ganze 4 Mal auf der anderen Seite und dann noch 12 Pistols. Und die Besonderheit bei den 12 Pistols, 6 pro Bein, also keine alternierenden, sondern erst 6 Beine, 6 mit dem einen und 6 mit dem anderen Bein. Eine Runde geschafft, nächste Runde. Also nicht allzu kompliziert. Und dann haben wir noch einen schönen Strength- und Mobility-Teil. Da brauchen wir heute starke Nerven, weil ich mal ein paar neue Übungen reingenommen habe. Insbesondere den alternierenden Side-Reverse-Roll. Da möchte ich mit euch so ein bisschen die Rückwärtsrolle über den seitlichen Nacken üben, aber auf beiden Seiten, dass wir da ein bisschen mehr Mobilität reinkriegen, und wir haben den Pancake Stretch drin. Also ein paar neue Sachen, die wir uns angucken werden. Ich bin hochgespannt. So, jetzt laufen wir einfach erstmal 400 Meter. Ich werde kurz meine Kopfhörer rausmachen und dann geht's los. Ich starte die Uhr. Ihr seid soweit. Susi, ich bin mir nicht sicher, ob der Anorak reicht. Ja, Ja, du hast recht. Nimm mal noch eine Mütze und Handschuhe bitte mit. In 10 Ja, gut. Sekunden geht's los. Los. Morgen. Verena ist da. Die hört uns noch nicht.
Susi kommt gleich noch. Bei dir dauert es mal länger, ist länger, weil wir laufen müssen, dann muss die sich mal sehr warm anziehen, weil die extrem schnell krank wird. Schlimm. Ernst oder Verarschung? Hört ihr die Verena? Ja, hi. Hallo. So, jetzt bitte. Stumm, oder? Stummer, jawohl. Okay, dann steig einfach mit ein. Wir machen Mobility Squats. Wir lassen aber die Hände unter den Füßen. Machen 10 Wiederholungen. Dann machen wir unsere Windmühlen, breiter Stand, dynamische Windmühlen, 30 Wiederholungen. Und dann nehmen wir uns ein Gummiband. Steigen rein, Adelaide. Und machen unseren vorne und hinten Split Press. Vorm Kopf, hinterm Kopf. 16 Wiederholungen. 1, 6. Und dann kurzes Band über Kopf halten, gestreckte Arme, den Brustmuskel nochmal schön vordrücken, die Arme nach hinten, nochmal schön in die Mobilität gehen. Und relax. Und dann schaut ihr bitte mal ganz genau zu mir. Ich zeige euch jetzt mal die Übung vom Kraftteil, die machen wir jetzt auch schon mal im Warm-up. Wir nehmen unsere Langhantel außen weg. Ich bleibe jetzt mal hier vorne. Wir machen einen Push-Press. Den jetzt im Nacken ablegen und Achtung, meine Beine. Ich habe die Stange gefangen, habt ihr gesehen. Ich mache eine Kniebeuge, stehe auf und mache jetzt wieder einen Push-Press von hinten. Dann gehe ich wieder zur Brust. Wieder von vorne Push-Press. Fangen, ablegen, Push-Press. Das Ganze dreimal. Diese Kombination. Los geht's. Und ich will, wie gesagt, das Fangen in den Beinen sehen. Genauso sie. Dass ihr da ein Gefühl entwickelt. Und jetzt hinten, nach hinten. Ja. Kniebeuge. Die Kniebeuge nicht vergessen. Jawohl. Dreimal diese Kombination. Nur immer hinten die Kniebeuge. Und wenn das gut funktioniert, könnt ihr schon mal ein bisschen Gewicht drauflegen für die nächste Warm-up-Runde. Ach, nimm.
Nimm die auch 2,5er. Okay, okay. Seid ihr soweit? Ja, sieht gut aus. Und dann laufen wir jetzt 200 Meter. Los geht's. Mobility. Jawohl. Susi, habe ich gehört, aber noch sehen wir dich nicht. Nee, ich bin da. Ich bin ganz ober. Dann schalte dich mal an. Jawohl. Warum bist du eigentlich aus, wenn du rennst? Ich krieg das mit dem Kopfhörer nicht hin. Du nimmst die raus, aber wenn ich sie hinterher wieder rein tue, dann habe ich irgendwas verstellt und dann ist es eine riesige Kummelei. Also nehm's gleich mit. Ach so, okay. Okay, dann 8 Spider-Man to Kosek. 8 Wiederholungen. Und wir gönnen uns nochmal zum Abschluss 5 Hindu-Push-Ups. Und dann ist der Drops gelutscht. 5 wunderschöne Hindu-Push-Ups. Very good. Passt das von der Höhe hier, Verena? Oder ist das zu tief? Ja, ist ein Tick zu tief. Nimmst du mal auf die Schulter? Genau. Dann mach's mal. Ja. So, und dann macht ihr mit eurem Gewicht jetzt auch nochmal 3 Wiederholungen. 3 Sätze sozusagen. Du kannst schon anfangen eigentlich. Genau, jetzt fangen, hinten ablegen. Ja. Und immer an das Fangen denken, Ladies. Ich gucke mir das mal ein bisschen an. Push Press, Susanne, kein... Ich habe gerade realisiert. Ihr könnt vorne genauso, wenn ihr nach vorne geht,
genauso abfangen, gell? Da könnt ihr auch ein bisschen in die Knie gehen. Push Press, Adelaide, kein Strict Press. Eines oder anderes auch. Ja, ich merke schon, die Begrifflichkeiten. Was ist ein Push Press, was ist ein Strict Press? Das ist ein Push Press, richtig. Jetzt Kniebeuge, aufstehen und Push Press. Jetzt ist richtig, genau. Okay, ich stelle die Uhr ein und dann machen wir genau das, immer 3 Wiederholungen lang mit aufsteigendem Gewicht nach Möglichkeit. Es sollte von Runde zu Runde schwerer werden. Und wir haben aber immer 2 Minuten Zeit. Also wir haben eigentlich genug Zeit, um das hinzubekommen. Immer 3 Wiederholungen. Genau, 3 Sätze sozusagen. Und eine Wiederholung ist einmal vorne, hinten, Kniebeuge, raus, ist 1. Genau. 5-mal, ne? 5 Runden, richtig, ja. 5 Runden, aber 3 Wiederholungen. Okay, dann mache ich noch ein bisschen Musik noch mit dazu. Ich habe da mal was eingekauft. Machen wir erstmal Entspannungsmusik. Okay, Leute, dann 10 Sekunden starten wir den ersten Abschnitt. Also Sinn der Übung ist, dass ihr lernt, auch mit schwerem Gewicht das Gewicht hinten in den Nacken fallen zu lassen, ohne Angst haben zu müssen. Dass ihr wirklich durch den kurzen Dip die Schwere des Gewichts komplett entschärft. Ja, haben halt alle. Ja, aber alle haben diesen Knochen. Ja. Also Verena hat einen besonders großen Halswirbelknochen. Die bleibt da außen vor, die muss das nicht machen. Ja. Nein, jeder denkt, er hat einen besonders großen Halswirbelknochen und bei ihm geht's gerade nicht. Ist der Kleine jetzt abgegeben? Ja, aber also wenn du das Gefühl hast, du kannst auflegen, mach selbstständig Gewicht drauf. Ja. Ja, nach dem Training. Dann ist gut. 10 Sekunden. Zweite Runde. Ich bin jetzt bei 35. Susi, was hast du drauf? 35. Was los? Leider sehe ich euch immer nicht, weil ich nach vorne gucke. Aber hat das geklappt mit 35, Susi? Ja. Hinten mit dem Fangen? Ja. Weil ich habe ein bisschen Angst, je mehr Gewicht es wird, umso mehr Angst kriegt ihr. Dass ihr es fallen lasst. Aber du rennst ja sogar bei so einem Wetter draußen rum. Das ist ja, du bist ja völlig angstbefreit. Genau. Also, da würde ich nicht mal rausgehen.
Aber der Anruf hätte es ruhig noch ein bisschen anlassen können. Der war echt schick. Ich schock dich jetzt, ich hab's über die Heizung noch angehabt. Das ist so einer, den sie auf dem Himalaya anhaben, wenn sie morgen Everest-Besteigung machen. Die sehen genauso aus. Also du bist heute so ein Stichler. Stichler? Du bist ein Stichler? Ja, was lachst du? Ja, was lachst du? Wir sehen uns nicht mehr so oft. Ja, außerdem habe ich Aggression abzubauen. Tochter verursachte Aggression. Achtung, dritte Runde. Ah, jetzt wird's schon interessanter. Was hast du drauf, Adelaide? Was? Ja, 30. Verena auch. Susi, 40? 40. Ich gehe jetzt auf 45, Susanne. Susanne, ich hab voll viel Schuss. Gute Entscheidung. War schon so schwer? Was? War das schon so schwer? Ja. Dass du jetzt zu wenig stärker ist? Ja. Ja? Ich hab die letzten Tage jetzt so Schulter-Muskelkater irgendwie gehabt. Oder nicht so richtig. Das bei dem Muskel hier, der ist so geil. Ja, aber nicht so richtig Muskelkater. Das war irgendwie alles so, weiß nicht, so angespannt. Also ich glaube, du kannst jetzt mal schon 35 nehmen. Die 10 anscheinend. Ich hab alle. Achso. So, vorletzte Runde schon, Ladies. Ich gucke jetzt mal ein bisschen. Los geht's. Ja, gut. Schön. Ruhig noch ein bisschen aktiver fallen lassen hinten, Susi, nicht so ängstlich. Ist alles Timing-Frage. Ja, der war gut. Gut, Adelaide, sieht gut aus. Bin begeistert, Leute. Sieht gut aus vor allem. Habt ihr selber ein gutes Gefühl? Ja, es wird immer besser. Ja, das ist einfach nur Routine. Ja. Man nimmt sich immer sicherer. Ja. Jetzt kommt die letzte Runde, ja. Ich bin jetzt bei 50. Ernsthaft jetzt? Willst du es lassen? Was sagst du denn gerade? Ich habe 50. Wirklich 50? Ja. Ja, Verena kann bezeugen. Ich habe eine 10er und eine 5er drauf auf der 20er Scheibe. Stange. Aber ich nehme jetzt meinen Gürtel. Los geht's. Letzte Runde nochmal sauber durcharbeiten.
Grenzwertig. Oh. Susi, fallen gelassen? Zweimal geschafft und 45 dritte Mal gefällt. Das ist doch gut. Okay. So, zeig mal. Ja, Verena ist auch hinten ein bisschen rot. Wie bei dir, Adelaide, am Wochenende. Ja. Okay, alles abbauen. Langkante brauchen wir nicht mehr, wir brauchen jetzt Platz. Zumindest wir beide hier. Sehr gut, freut mich, dass es gut geklappt hat. Könnte man auch im Workout mal integrieren als Workout-Übung sowas, oder? Ja, mega. Liebe den Bergkopfmann. Ja, hatte ich. Ich bin auch zufrieden. Die Knie mach ich auch. So, dann die Dinger hier rum. So, und dann schauen wir uns mal das Workout nochmal an, weil Verena kennt es ja noch nicht. Außer sie hat sich schon mal zu Hause angeguckt. Vier Burpee Box Jumps over. Das heißt, jeder braucht jetzt mal eine Box. Stellt die sich auf. Braucht Knieschoner vielleicht auch. Wir gehen jetzt mal Übung für Übung durch. Wir fangen mit dem Burpee Box Jump Over an und dann gehen wir in die Kettlebell Übung rein. Also volle Burpees. Ja, ja, ich weiß. Ne, die brauchen wir noch. Lass die mal da hinten. Die brauchen wir noch für die Pistole. Also ich zumindest für die Pistole. Du kannst vielleicht einen Ball nehmen. Tu sie hier. So, dass es nicht stört. So, dann jeder mal vier Burpee Box Jumps Over. Los geht's. Wir brauchen keine Hüftstreckung. Nicht so deine Übung heute, gell? Nee. Burpee, scheiße. Ja. So, dann, wenn ihr die Auswahl habt, nehmt ihr euch mal eine leichtere Kettlebell. Verena, für dich kommt heute was Neues. Und zwar machen wir jetzt den Snatch to Overhead Squat. Ich glaube, den Overhead Squat bin ich mir nicht sicher. Haben wir noch nicht gemacht. Mach dir mal drei pro Arm. Aber wir bleiben erstmal bei einem Arm. Wir heben das Gewicht auf. Wir machen den Snatch aus der Hangposition. Gehen über Kopf. Overhead Squat. Wieder Schwung. Snatch.
Overhead-Squat, Schwung, Snatch, Overhead-Squat. Super, jawohl. Nach 3 Wiederholungen wechseln wir. Guck mal, dass du beim Snatch nicht so schwingst, weil dann fällt die hier hinten so blöd rein. Sondern dass du hier aus dem Schwung ein bisschen hier mit der Schulter näher am Körper, zack, und dann oben öffnen. Ellbogen gerade lassen. Es gibt immer eine gute und eine schlechte Seite. Jawohl. So, und dann mal selbstständig. Du hast schon eine 16er, Susi? Ja, jetzt gerade. Dann mal selbstständig wechseln. Was? Ich nehme die heute. So, aber wie bei dem Pistol wechselst du auch erst nach 4 in das Match, ne? Richtig, richtig, richtig. Aber bei dem Pistol ist erst nach 6. Ja. Mach ruhig, paar Übungen. Also wir haben noch ein bisschen Zeit zum Üben. Übt noch ein bisschen erstmal. Ihr beide seid Profis. Susi und Adelaide. Ihr könnt auch schon mal in die Pistols reingehen. Ich bereite mich jetzt auch auf die Pistols vor. Ihr macht die ja ohne Hilfsmittel, wenn ihr warm seid. Genau, heute bleibst du erstmal 6 Wiederholungen auf einem Bein und dann wechselst du. Aber so geht es erstmal ganz gut, wie es aussieht, oder? Ja, noch. Wechsel mal. Doch, ich glaube, das passt. Ja. Schaut gut aus. Bist du nicht überfordert? Das geht schon. Also 4. Dann 8 hier. 8 erstmal 4 pro Arm. Und 12. 6, 6. Also 4, 4, 4, 6, 6. So kann man sich das auch merken. Ich muss jetzt nochmal eine große Kette nehmen. Da wird es wahrscheinlich schwierig. 5 Runden, genau. Oh well. Laufen, ne? Ja. Und wenn du nicht, wenn dir die Arme wehtun, die Schultern, ja, dann mach bitte Bauchübungen. Ja? Okay. Weil ich habe da keinen Bock auf dein Gejammer dann. Ja. Na, lieber ja, Bauch machen, weil Bauch machst du viel zu wenig. Ach, wenn man da die 5 Runden macht, gehe ich lieber laufen. Okay. Seid ihr gut vorbereitet? Ja. Susi, passt alles? Ja, passt alles. Okay. Also ich glaube, 5 Striche brauchen wir nicht machen, die können wir uns so merken. Oder? Kriegen wir das hin? Denke auch. Ich werde jetzt einfach mal spaßenshalber auf 15 Minuten gehen. Aber laut meiner Rechnung sollte das in 12 Minuten erledigt sein. Okay,
Musik. Wechsel, CrossFit neu. Oh, da habe ich gestern ein schönes Lied gehört, das wollte ich dir noch schicken, Susanne. Das ist aus den 70ern. Oh, nee. Das ist egal jetzt, okay. Ja? Nee, machen wir später. Ja, kannst du mir aber schicken. Schick mal. Oh, nee. Du weißt, ich hau alles ein. Yes, I'm the real Shady, or you other Slim Shadys are just in mud sitting. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, jetzt seid ihr wieder weg, scheiße. The Slim Shadys are just in mud sitting. So won't the real Slim Shady please stand up? Moment, please stand up. Ich finde euch, ach hier. Please stand up, please stand up. Da seid ihr. Please stand up, please stand up. Okay, viel Spaß, 10 Sekunden.
Oh, ich bin schon bei 9. Bin ich doof. Dritte Runde. I'm into the kitchen and I found an old box of syrup, you know, the crunchy ones. And I grabbed a cold milk out of the fridge and I had everything with a golden spoon. Letzte Runde. So delicious. Ich
Mach ruhig noch eine Headline. Merk die Zeit und mach noch eine. Kommt alle unter 12 Minuten, komm! Susi, du bist in der letzten Runde, oder? Ja. Komm, Susi, gleich geschafft! Sehr gut, sieht gut aus. Hat der Jochen sich endlich mal nicht verrechnet. Ups. Also. Okay, super gemacht, Leute. Und genau so soll es sein, kurz und knackig. Und ich fand wirklich diese Kettlebell, den Komplex, ja. Den fand ich richtig eklig. Ja, das war auch. Der Rest war so ein bisschen Erholung, gell? Aber das war dann... Nee. Und da dachte man irgendwie, okay, geh schon wieder an der Kettlebell. So hat sich das zumindest für mich angefühlt. Okay, ich trage die Ergebnisse ein, kleinen Moment. Was hast du denn für eine Kettlebell gehabt? 20? 24. Oh. Wow! Und erzeugen sogar. Verena iPhone 13 hat das gesehen. Mhm. Okay. Das ist auch der Grund, warum ich im Ergebnistableau jetzt ganz oben auftauche, weil ich der Stärkste bin. Jochen, RX, SC. Wie immer. 10,51. Verena 10,57. Du hattest 12 Kilo, gell? Ja. 12 SC. Hat das gepasst oder war es zu wenig? Nee, das passt, weil mir da, also ich habe da Probleme mit den Armen, mit den Handgelenken. Mit dem Umschlagen? Ja. Ja, das müssen wir mal üben. So, Susi, was haben wir? Deine Zeit 11? Was habe ich gesagt? Kurz vor Toreschluss, oder wie? Ich weiß. Oh, scheiße. Ist doch egal. Ich sag mal 11.40, sag ich mal. Aber du hast alles alles gemacht, Susi, gell? Ja. Und dann die Adelaide. Auch alles Alex, Susi? Adelaide? Ja. Sehr gut. Und du hattest irgendwas mit 9 Minuten, kann das sein? 8,49. 10,49, dann war ich ja gar nicht so weit weg. Eine Sekunde mehr. Was? 10, 8?
10:49 Uhr. Wir waren ja gar nicht so weit weg, Mensch. Nein, ich habe doch noch eine Runde extra gemacht. Dann war ich. 10:49 Uhr. Ja, habe ich aufgeschrieben. Passt. Oh. Ja. Nein, alles gut. Ich habe ja gesehen, dass du wieder abgehst wie Zäpfchen. So, jetzt wird es aber erstmal interessant, weil jetzt möchte ich, dass wir gerne, dass wir richtig konzentriert durcharbeiten. Wir haben 4 Übungen. Jede Übung machen wir 60 Sekunden. Ohne Vorgabe von Wiederholungen, haben aber dann zur nächsten Übung 15 Sekunden Wechselpause. Das stelle ich jetzt erstmal ein und dann gehen wir die Übung mal durch. Kannst du bitte schon mal wegräumen? Wir brauchen jetzt Platz. Wir brauchen jetzt richtig Platz. Das sind dann, warte mal, 4 mal 4 sind 16 nach meiner Rechnung. 16 Runden mit einer Minute und 15 Pause. Ja, müsste stimmen. Okay. Die erste Übung fällt denen am leichtesten, die eine gute Mobilität haben. Das ist der Pancake Stretch. Hier. Also genau meine Übung. Brauchen wir was dafür? Wir sind alle ganz schön. Warte mal, Susi. Ja. Wir müssen nur noch ein bisschen umräumen hier. So räume ich auch auf. Eigentlich behalte dir die Zehner, die kannst du nehmen und nimm die blaue Matte dir da vorne hin. So, könnt ihr mich einigermaßen sehen? Ja. Also, bei den Profis sieht es natürlich anders aus als bei mir. Ich setze mich erhöht hin. Die Beine sind gespreizt, als wenn ich hier vorne schön in der Spreizung auf dem Boden sitze. Ich nehme mir das Gewicht in den Nacken und mache jetzt eine Minute lang hier leichte wippende Wiederholungen, um meine Mobilität zu verbessern. Und je weniger Mobilität ich habe, umso höher muss der Po sein. Insofern, für mich passt das hier perfekt. Leute, die eine gute Mobilität haben, wie zum Beispiel bei Verena sehe ich es, oder Dagmar oder Adelaide, glaube ich, kann das auch gut. Die können das dann ohne Sitzerhöhung machen. Probiert das mal kurz aus. Legt dein Gewicht in den Nacken und dann, dass das Gewicht dich so ein bisschen runterdrückt. Was hast du denn da, 5 Kilo? Ich habe 10. Aber ich werde nachher auf 35 gehen. Dann sollen wir 10 nehmen. Ja. Also jeder. Eine 10er reicht aus, glaube ich. Geht das einigermaßen? Ja. Wenn euch das mit dem Wippen unangenehm ist, lasst ihr einfach durch das Atmen den Oberkörper nach unten sinken. Dafür habt ihr 60 Sekunden Zeit für die Übung. Ab jetzt oder wie? Nein, jetzt ist nur mal zum Reinkommen. Nein. Okay. Genau, okay, passt, Susi. Hast du den Po erhöht oder sitzt du auf dem Boden? Ich sitze auf dem Boden. Ah ja, okay. Nee, wenn das geht, ist ja gut. Also bei mir würde es nicht gehen. Okay, nächste Übung ist die alternierende Zeit Reverse Roll. Jetzt wird es richtig interessant, aber die wollte ich unbedingt mal reinnehmen, die Übung. Ich hoffe, ihr könnt mich gut sehen. Ich gehe ein bisschen nach vorne. Und jetzt ist die Aufgabe, hier, wir hocken hier einfach da und jetzt lassen wir uns zum Boden fallen. Und habt ihr das gesehen? Leicht über die Schulter und über dieselbe Schulter den Po nach oben. Nochmal, warte. Und jetzt nach vorne wird es schwieriger. So, und das alternierend von Seite zu Seite. Da wollen wir so ein bisschen erst rechte Schulter, linke Schulter nach hinten rollen. Mir geht es eher mehr um das nach hinten rollen. Genau, weil da haben die meisten Angst. Mach's ruhig nochmal.
Und dann wieder seitlich nach vorne. Aber genau, ja, so sah es bei mir auch aus. Und da habt ihr mit Sicherheit eine Seite, die euch lieber ist als die andere Seite. Also da braucht ihr was Schönes, Weiches für den Rücken, dass euch da nichts wehtut. Adelaide, zeig mal, Adelaide. Du kannst ruhig aus der Hocke, dass du gleich ein bisschen Schwung, jawohl. Jetzt die Beine und jetzt wieder nach vorne. Andere Seite, andere Seite. Über die Seite, wo du dann nach vorne gehst, nach hinten gehst, gehst du auch wieder nach vorne. Ja, nur wegen der Bandscheibe, weiß ich, ob das geht. Mach's vorsichtig, ganz vorsichtig. Ihr könnt euch die Schulter ablegen, das kann man schön kontrolliert machen. Jawohl, und wenn es erstmal so seitlich ausgerollt ist, auch egal. Hauptsache, wir rollen so ein bisschen. Okay, Susi, zeig nochmal bitte nach hinten. Ja, das sieht nicht gut aus. Nee. Also jetzt geh mal in die Hocke, dreh dich um und gucke Richtung Reck. Gucke Richtung Wand. So, jetzt gehst du an den Anfang der Matte, hocke dich hin. Und jetzt lässt du dich ganz langsam zum Po rollen und nach hinten überrollen. Ja, genau. Das war jetzt nur Angst, dass du abgebrochen hast. Aber genau das probierst du jetzt wieder. Mhm. Bis du schön seitlich über die Schulter nach hinten rollst, dass du nach hinten wirklich rollst. Und nicht seitlich runterfliegst. Okay, dann machst du es einfach so. Ja. Einverstanden? Aber da auch ab und zu mal die Seite wechseln, okay? Nicht nur eine Seite. Schon. Nein. Bitte? Mobilität. Ja, ist einfach ein bisschen, dass ihr Körperbeherrschung, ja, darum geht's. Wenn ihr euch mit eurem Partner was schlagt, dass ihr dann nicht unterlegen seid. Also ich muss es insbesondere üben. So, dann haben wir den Dead Stop Swing. Und da braucht ihr nochmal eine Kettlebell. Ich habe euch ja schon gesagt, ihr solltet wegräumen, das war falsch. Und zwar, seht ihr mich? Ja. Also meine Kettlebell liegt... Noch rote dran hast, Leute. Ja. Meine Kettlebell liegt ungefähr einen halben Meter vor mir. Ich mache einen russischen Kettlebell Swing. Russisch, Achtung, Boden. Russisch, Achtung, Boden. Ich berühre nur kurz den Boden, da wo ich sie aufgenommen habe. Bitte mal kurz probieren. Das ist der Dead Stop Swing. Genau, jetzt russische Schwung. Achtung, Boden. Genau, aber nicht absetzen, Susi, sondern nur ganz kurz berühren und gleich wieder abziehen. Das braucht eine Weile, bis man da ein Gefühl hat. Achtung. Nicht so bumm, sondern dass du so... Genau, den ersten Streifer mal weglassen. Okay. Das ist warum machen wir das? Körperspannung. Warum? Ah, okay. Warum sind wir hier? Aber Jochen? Ja? Können Sie bitte mal gucken? Ja? Mit dem Rückstand. Mit dem was? So dass die Arme gestreckt sind? Ja. Ja, mache. Russisch? Russisch. Boden. Ja, aber nicht vorne so wie die Susi, du machst es genauso, dass ihr kurz vorne absetzt, im Sinne von, sondern nur ganz kurz den Boden berühren. Die Kettlebell darf schräg bleiben. Ah, okay. Ja, guck mal nochmal zu mir. Also russisch. Das ist nur eine ganz kurze Berührung. Im Neudeutschen würde man auch ein ganz kurzer Touch sagen. Ah, ja. Vielleicht könnt ihr damit besser umgehen. So, dann, aber da könnt ihr mindestens einen 16er nehmen. Und das machen wir auch eine Minute lang. So, und dann haben wir die letzte Übung, das sind die Windmills. Da brauchen wir eine leichte Kettlebell. Jetzt habe ich die Schulter weggeholt. Ich nehme da mal eine 12er. Die kennt ihr ja, da machen wir 30 Sekunden auf dem einen Arm. Arm ist gestreckt und wir gehen seitlich hier. Und da sage ich euch einfach 30 Sekunden an und dann wechseln wir den Arm. Die kennst du schon, gell, Verena? Ja. Da nimm erstmal die kleine und dann kannst du die nächste Runde immer noch eine größere nehmen. Nimm den Achter, genau. Aha. Richtig bis zum Fußgelenk versuchen, Adelaide. Und dabei das Gewicht angucken. Gucke das Gewicht oben an.
Und dann gehst du seitlich runter. Genau. Ach so, okay. Und bevor die Frage kommt, warum, Core-Stabilität, Mobilisation. Genau. Okay, wir fangen aber mit dem Pancake-Stretch an. Ich schalte den Timer ein. Mach ein bisschen Musik. Moment. Zehn Sekunden, könnt aber schon anfangen, wenn ihr wollt. Wir haben immer 15 Sekunden zur nächsten Übung. Und drin bleiben, ne? Ja. Was? Nochmal nicht wippen, drin bleiben? Nee, das glaube ich, hat sie nicht gemeint. Du kannst wippen. Ich wippe tendenziell, da fühle ich mich wohler. Ja, da fühle ich mehr. Aber für die, die schon weiter sind in der Mobilisation, die können über die Atmung absinken. Ein Pancake eigentlich. Pfannkuchen, oder? Ja. Okay, 15 Sekunden Wechselpause. Wir kommen zu der Rückwärtsrolle. Mit angeschlossenem Salto. Oh, der Seite geht's gut. Wieder die andere. Das ist ein bisschen Spielgrund jetzt. Also ich will links und lande immer wieder rechts. Geht euch das auch so? Die Seite will ich. Das gibt's doch nicht. Ja. Dead Stop Swing. Achtung, da werden 60 Sekunden durchaus lang. Okay. 30 Sekunden. Oh Gott. Ja, das meine ich. Mach eine kurze Pause zwischendurch. Mhm. 15. Und die Windmühle, leichtes Gewicht. Oh. 30 Sekunden, ich sage an.
Und wechseln. Jetzt kommt die schlechtere, hä? Deswegen fange ich immer mit der schlechten an. Dann macht es mir Spaß in der zweiten Hälfte. Zehn Sekunden, kommt. Okay, erste Runde geschafft. Pancake. Vier. Neun Runden machen wir. Hey. Los. Nicht trödeln. Oh, jetzt bin ich schon mit der Nase am Boden fast. Wow, nice. Gleich, später. Ich bin nicht da, um das zu sehen. Ist ja egal, ob ich mir eine Zerrung hole, du bist ja eh nicht da. Du feierst ja ohne mich. Jetzt auch. Lass mich wieder im Stich. Ja, wieder. Ein ums andere Mal. Schlag mit der Stirn auf den Boden. Ja, das ist der Sinn der Sache, dass ihr von Runde zu Runde ein bisschen tiefer kommt. Sehr gut. Rückwärtsrolle. Komm, drin bleiben, nicht verzagen, auch wenn sie nicht so sind, wie ihr euch das vorstellt. Wo bin ich denn? Ich will da lang. Ich muss mal hier probieren. Ich darf ab noch probieren. Also rechts geht er super schön. Das ist die Problematik mit dem Rechts- und Linkshänder. Letzter! Schön Chorspannung. Halbzeit. Oh yeah. Oh. Die Windmühle. Los geht's. Fang mit dem schlechten Arm an. Ugh!
und wechsel. Und wieder Pancake, kommt schneller rein, damit ihr schön viel Zeit habt, das auszunutzen. Los geht's. Krampf in der Bauchmuskulatur. Echt? Ganz schlimm. Ja, zum Glück habe ich keine. Ah, der kommt richtig raus und wird ganz hart hier. Ah, habe ich aber nicht mal. Das geht gleich wieder weg. Wie atemlos. Rückwärtsrolle! Rausch mir nicht in die Wand rein. Ja. Zeig mal, rechts. Also. Ja. Genau, und jetzt auf der anderen Seite. Hey. Ja, aber das war gar nicht so schlecht, finde ich. Das ist komisch, gell? Das Üben scheint doch was zu bringen. Jawohl! Nach einer Stunde werden die Desperate Housewives langsam warm. Ja, okay. Dead Swing. Kommt, Leute, das ziehen wir jetzt durch. Warum nimmst du keine 16er? Verena hat gerade auf die eine Frage, warum sie keine 16er nimmt, gesagt, sie kann nicht mehr. Ich habe auch nur eine 8er, davon ab, und ich bin dann stolz auf mich. Ja, wir sind beim Dead Bug. Aber egal, Susi, drehst du einfach um. Ja, mach weiter. Ach du Scheiße. Ja. Nimm den anderen Arm. Oh Gott. Es geht schön auf die hintere Kette. So, jetzt die Windmühle und da auch mal ein bisschen mehr nehmen, wenn ihr könnt. Dann nehme ich jetzt mal eine 30er. Nee, ich habe eine 16. Oh Gott.
und wechsel. Kommt. Letzte Runde, kommt! Ich nehme einen Kaffee mit. Eine? Letzte Runde! Das ist schon nicht gefährlich. Lass ihn nicht machen. Pancake! Komm, Sir! Du musst aber aufbrauchen. Da ist das Vakuum raus, weißt du? Aber einer ist, glaube ich, Bohnenkaffee. Ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst. Deine Mutter vielleicht? Ja, dann mach's so. Ist eh nicht so viel, ist bloß ein kleines halbes Päckchen. Samstag? Okay, ciao, ciao. Denk dir an den Kaffee, hast du? Wir reden am Samstag dabei. Jo. Verena muss los. Die muss. Es gibt noch Leute, die müssen noch arbeiten. Samstag dabei? Nee, leider nicht. Aber ich bin alleine, siehst du? So ist das. Oh. Und Rückwärtsrolle, kommt, kommt, kommt. Der Jochen ist dir am Samstag. Wo ist der? Wo ist dir? Den kannst du dir schnappen. Bin nicht da. Jochen ist willig. Jochen ist zu haben. Ehrlich ist Svenja traurig. Ich weiß nicht, ob ich das machen kann. Mach immer diese Streitereien. Klappt's jetzt links bei euch auch? Nee, ey, ja, das, richtig geil. Das war Zeige. Richtig geil. Ja, gut. Wenn du noch richtig, komm noch weiter, weiter, weiter. Wenn die Beine richtig gerade nach hinten. Ja, der war schön, der war schön. Ja, echt, ey. Alles hinter steckt. Ja, das ist genau der Punkt. Genau das wollen wir erreichen. Super. Okay, aufstehen. Jetzt kommt der Schwung, Susi. Ja. Genau dafür ist gedacht. Das ist nämlich auch gut für die Gehirnwindung, mal neue Synapsen verknüpfen. Halbzeit. Letzte Übung, Windmühle. Yeah.
Und Wechsel. Jo! Sehr gut gemacht, Leute. Danke. Nerventechnisch als gedacht, ne Jochen? Was sagst du, Susanne? War nerventechnisch doch nicht so anstrengend, wie du gedacht hast. Hä? Nerven? Ja, du hast gedacht, du hättest mehr Nerven haben müssen für das letzte, für den Finisher. Weil das ja die Übungen sind. Und wir haben das super auf die Kette gekriegt, Elmer. Ja, ja, weil da viele immer so, ah, nee, das habe ich noch nie gemacht. Und dabei haben sie es schon so oft im Kindergarten gemacht, aber es muss halt die Erinnerung wieder hochkommen.